Damit ihr eure Dateien auch wiederfindet, braucht ihr erstmal einen Ordner, in dem ihr das alles abspeichert. Da ihr wahrscheinlich nicht alle an einem eigenen PC arbeitet, sondern an dem PC von euren Eltern, fragt ihr bitte, wo ihr das Ganze abspeichern dürft. Ich zeige euch erstmal, wie man das auf dem Desktop anlegen kann. Ihr klickt mit der Maus auf die rechte Taste und dann öffnet sich so ein Feld oder eins, was so ähnlich aussieht. Und dort gibt es das Feld Neu. Ihr braucht einen Ordner, in dem ihr das alles abspeichern könnt. Der sagt uns erstmal, dass es ein neuer Ordner ist. Und wir benennen den mit Technik und Computer. Einmal auf Enter gedrückt, ist er angelegt. Nochmal auf Enter gedrückt, ist er geöffnet. Und wir sehen, ist noch nichts drin, weil wir haben ja auch noch nichts reingepackt.